So, Katrin und Ilka sind bei mir nach dem Spiel gegen Tschechien. Fass das Spiel mal kurz zusammen. Wie ist es gelaufen? Also wir sind eigentlich relativ gut ins Spiel gestartet, haben direkt die Führung übernommen und konnten die dann sogar auch am Ende ausbauen, haben den ersten Satz zu 16 nach Hause gefahren und hatten aber dann unsere liebe Mühe im zweiten, waren glaube ich ganz schnell hinten, irgendwie 13-8, haben kurz den Sideout zu Hause gelassen, haben ein bisschen den eigenen Faden so in Blockabwehr verloren und haben dann einfach irgendwie uns vor dem dritten gesagt, okay, die Chance ist da, aber da muss man sich jetzt echt nochmal irgendwie zusammenreißen, sich ein bisschen fokussieren, die Taktik nochmal ein bisschen mehr einhalten und zwar Kopf an Kopf rennen, wie es dann ganz oft ist in so einem engen Spiel und mit, glaube ich, vielen coolen Aktionen eigentlich. Und irgendwie haben wir es dann am Ende gemacht. Ilka, wie hast du dich gefühlt? Weil ich glaube, ich habe mitgeschrieben, zwei sagenhafte Blocks habe ich von dir notieren dürfen. Die waren glücklicherweise alle im dritten Satz. Hast du keinen Zugriff gekriegt oder was war die Schwierigkeit? Wie, hallo? Kannst du das mal? Reicht doch. Nee, Am Ende oder hinten kackt die Ente. Ja, also manchmal ist es halt so, dass wenn jetzt auch nicht mega viel hart gehauen wird, dann muss man es erstmal schaffen, so im Shot-Timing drauf zu kommen. Und bei der kleineren, bei der Kiki, hatte ich dann teilweise ein bisschen Probleme, weil sie doch einen relativ schnellen Spielaufbau hatten. Wenn ich durchgehe, dann war ich oft zu spät und habe mich antuschen lassen und so. Also das hat sie dann schon ganz gut gemacht. Ja, aber letztendlich sage ich mal so, wenn man das Spiel mit dem Block beendet, ist auch gut.